Ja, hallo Leute, hier ist mir Europa 36 mit meinem Let's Play Resident Evil Revelations. Ja, weiter kann es gehen. Wir versuchen den Gegner gleich noch einmal und ich werde jetzt erstmal die Waffen ändern. So, das gleich gar nicht hier. So, die ist zwar ziemlich stark, aber ich werde jetzt alles rausnehmen. Also, F2, F2. Die auch erstmal entfernen. So, schau ich mal, was hier als alles so 130. Okay. 130, 140, 190. Super, dann steckst du Feuerrad, ne? Geschwindigkeit 1,20. 177. Was kann die? Feuerkraft 100, Geschwindigkeit 2, Magazin 12. Ja, die nehme ich mit. Also dann belege ich die jetzt alles mit dem, was ich bei dem anderen hatte. Feuerstoß, betäuben. Überlegen, ob ich jetzt nicht ein, ob ich jetzt nicht die Schrotflinte raus tue. Kriegt man ja auch nicht wirklich viel, ne? Schaden. Okay. Ja, notfalls greife ich dann später auf das zurück. So, hoffen wir mal, dass es damit klappt. Okay. Dass sich vielleicht bückt. Soll ich ihm da was reinrammen? Vorsicht! Ein Treffer und du bist tot! Was ist das für ein Ding? Schau es dir an! Wie kann das Ding überhaupt leben? Nein! Eigentlich was machen bei dem Viech? Ich kann nichts machen bei dem Viech. Nein, ich hab... Warum müssen die auch so nah beieinander liegen, die zwei Tasten?
So, Kiste aufmachen. So, jetzt entferne ich jetzt schnell die Schrotflinte. Die Schrotflinte mit. Okay, Schaden plus 10. Schaden 2. Großes Magazin. Betäuben. Schaden 1. Schaden plus 10. Achso, ich kann nicht das gleich. Aha, okay. So gut, dann gibt's hier den Schaden rein und die Feuerrate. So. Aua! Ouch. Boah, chill, lad doch schneller nach, dämliche Nuss. Ich auch. Hässlichen Glühstrumpf. Lauf, chill, lauf! Sorry, dass ich so still bin, aber ja, Monster! Okay, das bringt mir so nichts.
Na komm schon. Scheiße, ey. Viel Schuss ist ja, ne? Heilige Bimbam. Ich habe keine Muni mehr. Noch nicht mal etwas nach ihm werfen. Wer will jetzt was von mir? Ja. Okay, gut, jetzt muss ich wieder alles. Okay, ESC. Ich versuche jetzt mit meinen letzten Munition, die ich noch habe. Alles, was ich noch habe. Super. Schaden. Halt, Moment, welcher ist das denn jetzt? Egal, Schaden. Schaden 2. Betäuben. Feuerstoß. Feuerratte. Zweifacher Feuerstoß, okay. Mann! Lass es mich doch mal bearbeiten hier. So, noch einmal dich bitte.
Yes! Heiliger Bimbam. Was für ein nerviges Drecksvieh. Was für eine Nacht. Mann. Okay, gut, wir haben es geschafft. Die Antenne ist da oben. Ja, super. Lass mir erstmal die Waffe jetzt wieder wechseln. Oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich nur Schrottwaffen hier drin. Okay, erstmal wir alles rausmachen. F2. Die hat mehr Dings frei, ne? F2. So, und dann nehme ich jetzt noch die Schrotflinte mit. Aber wenn sie total leer ist, das reicht, wenn ich eine leere Waffe im Inventar habe. So, und ich nehme jetzt auch noch sie jetzt aber mit. So, du machst mir jetzt Schaden 2, Feuerrate 2, Stäuben. Feuerstoß 1. Stoppen. Großes Magazin. Nee, brauche ich dann eigentlich nicht. So. Und dann bearbeite ich jetzt noch diese Waffe hier. Du kriegst Schaden 2. Feuerrate 2. Was? Geht bei ihm auch, okay. Großes Magazin. 30%, okay. So. Das ist aber momentan nur eine ganz normale Waffe. Nein! Ich wollte das Objekt noch aufsammeln, du doofe Nuss. Schrotgewehrmunition, danke. Also Zeit mit Pistolenmuni rumzurennen, ist nicht schee. Boah, ein die Kartenschlüssel, yay! Tagebuch des Walto-Agenten, erster Teil. 2004, endlich setzen wir unseren filialen Plan in die Tat um. Er stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführbarkeit, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir den eisernen Willen unseres Kameraden, um demjenigen zu verdanken, der uns durch seinen Einfluss unterstützte. Er hat die Schiffe vorbereitet. Dieses Luxilier simulierten den Vorfall der Menschheit und sein Ideal, um den Virus zu verarbeiten, der die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission an Bord der Queen Zenobia zu gehen. Bernhard Gorti. 2004, 2 Stunden bis zum Missionbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Ist es Aufregung oder Angst? Oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor, im Kielraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der dieses Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Die Hunter BOW wurden an anderer Stelle infiziert und wir das Virus an Land verbreiten. Der dekadente Schandfleck, die schwimmende Stadt, wird bald zur wahrhaftigen Hölle auf Erden. Und wir sind es, die Menschen in diese Hölle stürzen müssen. Anders werden ihnen sonst nie die Augen geöffnet werden. So hat Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber es normal an Norman glaubt, müssen wir das als seine Untergebenen auch tun. Bernardi Corti. Okay.
Welche Schlüsselkarte verwendet? Yay! Endlich mal habe ich die Schlüsselkarte. Halt, warte, ich hatte vielleicht noch. Es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja, wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Oh, Kraut! Nach oben. Handabdruck, yay. F. Ich prüfe die Antennenverkabelung. Okay. Geht das wieder los? Also das Rätsel finde ich ja immer cool. Also das ist ja echt nicht langweilig. Oh. Hast noch ein bisschen mehr als zur Auswahl? Okay, auf geht's. Nein. Okay, wenn das so funktioniert. Warte mal. Da musst du runter. Ah, dann, ich glaube, der muss runter. Nein, auch nicht ganz. Jein. Ah, der muss gewechselt werden. Aha, okay. Bloß womit? Damit schon mal nicht. Da musste ich die zwei wechseln. Ja. Yep. Nein. So, du noch dahin. So. So funktioniert's. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Okay. Geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier O'Brien. Seid ihr zwei okay? Jo. Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Du, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine Falle und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? War das alles? Boss, was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Was reaktiviert? Wir sind also schon mittendrin. Ach du Scheiße. Ja, löscht uns alle aus. Kein Problem. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Ja. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ! Was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zieht direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro, als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstörten. Sind direkt über uns.
Wir können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Natürlich! Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Juhu! Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug Gegner gehabt. Episode 6, Katz und Maus, Ende. Nichts wie raus hier. Lass mich raten, ich krieg nur einen A-Rang. Richtig. Raubzugmodus Stufen 8 bis 12 freigeschaltet. Neues Outfit. Aha. Interessant. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie den PC nicht aus. Ja, bla bla. Speichern beendet. Ja, das ist auch schön. So, jetzt speichere ich aber selber. So, einmal hier. Speichern beendet. Yay. Und einmal hier. Speichern beendet. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.